remember the night that we met. Back at the party, you sat on the bed. You said I'm talented, you said I'm next. My only talent is making you stressed. I know that I'm not at my best. Lately I'm feeling like less. I hope that I see you again. If I don't, then I'll lay at the rest. It's crazy how it goes. Left me on for a pot of gold. Don't know if I'll ever know how she left me with no damn place to go. I'm okay, I'll be fine. I'm just out of my mind. Long nights with no sleep. Fanvorteil. Ja, ja. Leg den raus auf Robin Weber. Robin Weber auch extra aus Kassel angereist. Und da ist Jonas Wolf. Jonas Wolf, der letztes Jahr schon das 1:1 geschossen hat, den zwischenzeitlichen Ausgleich. Und da jetzt Jesse Kmoff wieder. Nächster Angriff. Und Ball abgewehrt und sicher bei Toni Rüther. Natürlich nur bei Unterbrechungen. Und da ist die erste Chance für Bauer im Abseits. Könnte langsam kalt werden. Ist das die Taktik von Team Pete? Erst mal den Torwart kalt werden lassen. Oh, der Ball ist noch im Spiel, gefährlich. Und Tor! Da ist das Tor. Da ist das Tor von Team Adrian. Von Adrian selber? Adrian selber müsste das gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein Tor geschossen. Oh, nee, das gibt's nicht. Adrian. Oh Gott. Oh. Jetzt hatte ich echt Angst, ne? Ich hab den auch noch nicht drin gesehen. Der Torhüter an sich von denen ist auch nicht schlecht, ne? Nein, ich kann auch auf den Gegner und Mann, jetzt gibt's eine Chance. Und da steht es 2:0. 2:0 für Team Adrian. Für Team Adrian. Tor! Ich lass den Hund einfach auf die Bank frei. Wir haben hier nichts zu fressen. Sehr interessant. Jetzt erfolgt der Abstoß, der Freistoß. Und aber leider viel zu im weit Tor aus. Viel zu weit gegenüber. Das Tor drüber, der wollte die Fensterscheiben im Vereinsgebäude zerschießen. Ich wollte dir eigentlich den Freistoß schon wegnehmen. Ja, ich dachte mal, eine andere Variante. Oder habe ich mich... Nein, Julius Schubert, mein Co-Kommentator. Oh, schießt! Fast ein Eigentor! Fast ein Eigentor, aber jetzt hat mein Co-Kommentator Marc die Informationen über Adrians Spieler. Wer hat denn hier gerade einen Torschuss gemacht? Das müsste doch vielleicht Max Groß gewesen sein. Oh. Max Groß zurückerobert. Julius Schubert, Max Gerd, Jesse Kmoch. Max Gerd. Und Max Groß. Wahnsinnskombination. Und Abschluss von Max Groß. Das zweite Tor in den 15 Minuten oder 10 Minuten, die er bis jetzt spielt. 4:0 damit für Team Adrian. Robin Weber in die noch nicht in der Hohle. Kurz vor der Hohle. Jesse Kmoch in die Mitte und Parade von Toni Rüther. Ja, abseits. Max Groß. Ja, nee, die spielen ja alle nicht. Und Max Groß, Abschluss und über dem Tor. Fast in die Hulle. Und die Halbzeit ist vorbei. Mark Heimer an Ball. Oh, weit draußen sich durch. Jonas Wolf an der Grundlinie. In die Mitte. Alle vorbei. Adrian Bauer am Ball und abgewehrt. Tommy Hinstedt verwandelt das Ding. 5:0 für Team Adrian.
spielt nun mit bei Team Pete. Oh, Tommy Hemstedt. Sieht hier aber heute keinen Land. Tim Hill. Oh, es gibt Elfmeter. Elfmeter. Ich bin gespannt. Adrian scheint ihn selber zu schießen. Adrian Bauer im Kopf-zu-Kopf-Duell gegen Toni Rüther. Macht er ihn. Er macht ihn. Jetzt und damit steht es 6:0 nach 50 Minuten für Team Adrian. Jonas Brenner spielt in die Mitte. Marco Damm wehrt wieder ab. Schießt Piet Rüther ins Gesicht. Er liegt am Boden. Kommt er wieder hoch? Das ist die Frage, Jesse. Das ist eine ganz große Frage. Weber, der Ball geht auch zurück. Tim Hiller nach vorne. Oh. Jonas Wolf. Schießt vorbei. Mit dem Start. Jonas Wolf wieder im Abseits, aber Situation geklärt. Jetzt wird geschossen. Oh, Latte. Aber Handspiel. Ist das der nächste Elfmeter? Elfmeter. Wird er den nächsten verwandeln? Beim letzten Turnier hat er alle seine Elfmeter daneben geschossen. Kann er jetzt 2 von 2? Und 2 von 2 für Adrian. Flori, dein Pick 7-0. Im Abseits. Nach vorne zu Kmoch. Der nächste Angriff. Aber Nils Bär geht überragend geklärt. Über Tim Hiller geht durch, geht in den 16er. Verletzt Toni. Und legt ab auf Robin Weber. Und Robin Weber mit der 8:0! Also ich hätte Robin auch mal gegönnt, mal ein Tor, aber Tommy hat sich da natürlich auch mit seiner krassen Defensivarbeit auf der 6 mit Tim Hiller hat sich das Tor auch verdient natürlich. Max Groß wieder am Ball. Und spielt zu Tommy Hinstedt. Also es ist wahrscheinlich ein ungemeiner Vorteil, Stollenschuhe anzuhaben. Offensichtlich nicht, nee, ich habe so selten wie ich Fußball spiele, habe ich gedacht, Hallenschuhe tun es eigentlich auch. Solche Volltreffer, sage ich mal. Oh, da ist der erste Angriff. Oh, der erste Angriff. Der erste Angriff von Team Wird Kiel. Wird der fruchtbar sein. Ich würde es diesem Team so gönnen, dass sie noch ein Tor schießen. Und aber abgewehrt von Eckstein. Und der nächste Abi Angriff, aber er geht ins Hohl. Er geht ins Hohl. Das ist die Höchststrafe. In die Hohle. Der Grundlinie. Kann er das in eine Chance verwandeln? Und da ist Tor. Das 9:0. Da ist das 9:0. Ole, ole. Tommy Hemstedt ist jetzt bestimmt schon mit seinem 12. Tor, oder? Ja, gefühlt war er auch an jedem Tor beteiligt. Gar nicht. Ich habe also nichts gesehen. Da muss aber ich sagen, wir müssen hier auch nochmal. Die Teams sind unausgeglichen. Natürlich. Das muss man das einfach so sagen. Oh, da ist die große Chance. Die nächste Chance. Da ist der Ball drin. Team Pete! Der Ball geht wieder nach vorne. Trotzdem der lange Ball auf Theo Gerdt. Kommt hier der zweite Treffer. Und Marco Damm. Oh, und Marco Damm schon wieder mit dem Fehler. Theo Gerdt. Aber er kommt nicht an den Ball. Der ist eindeutig kalt geworden, der Junge. So wie mir wird gerade auch kalt. Geht auf rechts durch. Rechts durch. Und? Und? Oh, knapp vorbei. Der Ball geht ins Tor. Im Spiel fertig. Das weiß ich nicht. Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Also ich auch nicht. Hätte mich sehr... Oh, jetzt der nächste Elfer. Ein indirekter Freistoß. Okay, das heißt? Weil das muss jetzt jemand den Ball ablegen, also er darf nicht direkt aufs Tor geschossen werden. Aber das heißt, wenn er muss den einmal anfassen. Er muss ihn einmal kurz antippen und das gilt dann als Pass und dann trischt ihn jemand drauf. Und der ist aber abgewehrt, Max Groß am Ball, verliert dann ihn dann ist er ziemlich gewurschtelt. Mark Heimer, zieh rein. Zieh da ab. Nein. Er legt auf Abwehr, Doppelpass. Und er zieht einmal knapp daneben. Ins Hole. Scheiße. Na, ich habe meins aus einer Müslibox gewonnen, deswegen ist das auch nicht so gut, wenn es im Lotto. Oh, da ist Max Groß los! Max Groß, 10 steht! Fürs Dritte! Da steht die 10. So, jetzt die Frage: Stellen Sie sich. Setzen Sie sich das Ziel, jetzt auch noch mit 10 Vorsprung zu gewinnen? Ich bin heiß! Da ist der Abpfiff.
Team Adrian gewinnt 10:1. Und damit ist eigentlich das Spiel zu Ende.